Andrea, schön sprechen über Produktivkraftentwicklung im Selbstunterschied, Chancen und Grenzen von aktuellen Nachhaltigkeitskonzepten. Bitte, du hast das Wort. Vielen Dank, Martin. Hallo an alle. Danke für die Einladung, dass ich heute sprechen kann auf einer philosophischen Tagung, ohne dass das wirklich ein im engeren Sinne philosophischer Beitrag wird. Aber anknüpfend an die Beiträge davor, würde ich tatsächlich einige Fragen aufgreifen wollen in meinem Vortrag. Im Mittelpunkt steht das Thema Produktivkraft im Selbstwiderspruch. Was ist damit gemeint? Normalerweise haben wir, oder ja, in der Regel haben wir den Fokus beim historischen Materialismus auf den Widerspruch zwischen der Produktivkraftentwicklung und den Produktionsverhältnissen, die wir betrachten, ohne jetzt andere Widersprüche auszuklammern oder grundsätzlich abzuwerten. Aber der Fokus liegt im Wesentlichen darauf, dass menschliche Produktivkraft eingebunden ist in Klassenverhältnisse und Klassenwidersprüche und dieser Widerspruch sich nur auflösen kann durch die Überwindung der bestehenden Klassenverhältnisse, entweder in einer neuen Formation, die ihrerseits eine neue Klassenkonstellation ausbildet, oder am Ende des Tages irgendwann mal jede Form des Klassenantagonismus überwunden wird. Aber das ist soweit erstmal als Voraussetzung vorgegeben. Konzentrieren würde ich mich jetzt tatsächlich auf den Selbstwiderspruch in der Produktivkraftentwicklung selbst. Da auch nochmal so ein bisschen in die Genese reinzugehen. Wo kommt die her, die Produktivkraftentwicklung? Wie entfaltet sie sich? Auch in Anknüpfung an das, was Holz zum besonderen Reflexionsverhältnis Mensch-Umwelt gesagt hat. Und welche grundlegenden Probleme der Entfremdung entstehen dabei? Also welche inhärenten Entfremdungsthematiken ergeben sich aus der Produktivkraftentwicklung? Und wie setzen sie sich wiederum ins Verhältnis zu der Entfremdungsproblematik, die durch die Produktionsverhältnisse gegeben sind, also den Klassenantagonismus? Um am Ende dann noch mal kurz auf Nachhaltigkeitsthemen einzugehen, also ohne jetzt die Landschaft da abzustreiten, weil die ist sehr vielfältig und komplex. Aber grundlegende Ideen der Nachhaltigkeitskonzeption, wie sie im Schwange sind, mal kurz anzuschauen und darüber diese Widerspruchsdimension zu legen, wie ich sie vorher dann dargestellt und entwickelt habe. Zurückzukommen, wo kommt das alles her? Tier-Mensch-Übergangsfeld wurde angesprochen. Das spezifisch Menschliche in der Entwicklung aus der Evolution heraus besteht darin, und ich denke, da ist der Konsens auch formuliert worden, dass der Mensch in der Lage ist, seine Lebensbedingungen selbst tätig zu gestalten. Das hat auch einen Grund und der liegt in der Evolution selbst beschlossen. Die höheren Formen der Primatenentwicklung zeigen schon Ansätze dazu, zu kooperativen Verhalten, durchaus auch zum Werkzeuggebrauch. Aber der entscheidende Sprung ist nicht der Werkzeuggebrauch, sondern die systematische Herstellung von Werkzeugen für einen späteren antizipierten Zweck. Was Martin vorhin gesagt hat, dieses Rumstochern mit einem Werkzeug, um an Sachen ranzukommen, ist unmittelbar sinnlich und überschreitet tatsächlich das unmittelbare Verhältnis zwischen dem Subjekt-Objekt nicht, auch wenn es durch Imitation vielleicht weitergetragen wird. Aber keine Primatenkultur stellt systematisch einen Werkzeugkasten her, den alle benutzen und der dann auch ständig weiterentwickelt wird. Das ist also ein spezifisch menschliches Verhalten, was im Tier-Mensch-Übergangsfeld sich herausgebildet hat durch diverse Entstehungsbedingungsverhältnisse, die wir aber jetzt hier an der Stelle nicht genauer anschauen. Das ist bei Klaus Holzkamp sehr gut nachzulesen. Probleme der Ent nee, er hat nicht die Probleme der Entwicklung des Psychen, sondern
die Grundlegung der Psychologie beschrieben, aber basierend eben auf der kulturhistorischen Schule. Was bedeutet das? Preuß hat das schon philosophisch beschrieben, dieses besondere Reflexionsverhältnis, was eigentlich ein doppeltes und auch ein asymmetrisches ist. In dem Gegenstand, in dem ich herstelle, ist sein Zweck beschlossen. Dass er so ist und benutzt werden kann, wie er ist, liegt an der vorherigen Intentionalität des Menschen, der den Zweck hineingelegt hat in den Gegenstand. Die Beschaffenheit eines Tisches oder eines Faustkeils hat ihre jeweilige Spezifik in dem vorhergedachten und reflektierten Moment des Zweckes. Und es ist kein individueller Zweck. Nicht jeder fängt an, im Tier-Mensch-Übergangsfeld sich selber Faustkeile zu entwickeln und die privat zu nutzen, sondern diese Entwicklung ist von vornherein gesellschaftlich. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass auch der Mensch aus seiner Evolution heraus seine Nahrungsmittel kooperativ, gemeinschaftlich sucht oder erjagt, also auf die Jagd geht. Und die Entwicklung von Mitteln, um auf der Jagd erfolgreich zu sein, wird notwendig dann auch gemeinschaftlich gestaltet und gemeinschaftlich entwickelt. Die Reflexion geht aber weit über diesen Gegenstand dann hinaus und dessen Zweck. Die umfasst auch die Gemeinschaftlichkeit. Der Mensch, auch der frühe Mensch, weiß, dass er eine bestimmte Rolle einnimmt in der Gemeinschaft, sei es, weil er auf die Jagd geht, sei es, dass er das Feuer bewacht oder sei es, dass er innerhalb der Jagd eine bestimmte Rolle einnimmt, entweder die des Jägers oder des Treibers. Und zugleich versteht, dass diese seine Rolle eingebettet ist in eine gemeinschaftliche Bearbeitung der Natur, in die gemeinschaftliche Jagd und das am Ende des Tages auch geteilt wird. Das sind Reflexionen, die die Tiere so nicht haben. Sie haben sie gleich in Ansätzen, aber das Tierverhalten ist hier in der Regel instinktgesteuert und damit auch die Rolle, von vornherein die Rolle, welche Tier an welcher Stelle welche Funktion übernimmt in der Hierarchie. Das ist bei Menschen nicht der Fall, das muss ausgehandelt und in der gemeinsamen, in der Kommunikation auch bestimmt werden. Die Kommunikation entsteht mit dieser Reflexion, das ist auch ein wechselseitiges Verhältnis, das ist keine Parallelentwicklung. Und das wesentliche Moment ist die Grundlegung der Produktivkraftentwicklung, das heißt die Möglichkeit in diesem gemeinschaftlichen Verhalten und Reflektieren die Lebensbedingungen auch dauernd und permanent und systematisch zu verbessern, zu verändern, die Produktivkraftentwicklung sozusagen an der Stelle zu verstetigen und damit auch sich eine Geräteumwelt zu schaffen, die zwischen die ursprüngliche, in Anführungszeichen, Umwelt und die menschlich beschaffene Umwelt tritt, ohne ihre Herkunft natürlich jederzeit, ohne ihre Herkunft in irgendeiner Form verleugnen zu können. Die Intelligenzentwicklung ist darin eingebunden. Die Fähigkeit, dieses Verhältnis zu reflektieren, differenziert sich natürlich aus, auch im Verfolg der weiteren Arbeitsteilung. Und Intelligenzentwicklung schließt dann auch immer ein, dass die geschaffene Umwelt, die Geräteumwelt und die Institutionen, die sich daran anlagern, dass die mit nachvollzogen werden, schon in jeder oder schon von Kind an in jeder Entwicklung, in jeder Individualentwicklung praktisch nochmals diese historisch sedimentierte Erfahrung der Menschheit mit reflektiert und auch fruchtbar und anwendbar gemacht wird. Ohne, und das ist auch nochmal wichtig, ohne dass deshalb die Entstehungsgeschichte dahinter mit reflektiert werden muss. Und an der Stelle haben wir das Moment von Entfremdung. Hans-Heinz Holz spricht das bereits an, in dem Moment, wo ich mich entäußere in einen anderen Gegenstand, habe ich auch eine gewisse Fremdheit geschaffen zwischen mir und dem Gegenstand. Der Gegenstand kann ein gewisses Eigenleben entwickeln.
Holzkamp wiederum sieht die Entfremdung im Wesentlichen darin, dass der Gesamtzusammenhang der gemeinschaftlichen Lebensgestaltung, des eigenen Beitrags dazu und das, was sich dann am Ende vielleicht auch aus der Gemeinschaft in den gemeinschaftlich Entwickelnden zurückkriege, dass dieser Gesamtzusammenhang, der noch im Tier-Mensch-Übergangsfeld natürlich gegeben war, mit der weiteren Produktivkraftentwicklung auseinanderfällt. Das heißt, je komplexer die Gesellschaft wird, desto unabhängiger wird sie auch von jedem Einzelnen und von jedem Einzelnen auch, der diesen Gesamtzusammenhang nachvollzieht und versteht oder verstehen muss. Sie hat also ein gewisses Eigenleben. Und wir sind hier noch nicht in der Formbestimmtheit, wir sind hier immer noch praktisch im Selbstunterschied oder auch in der Heteronomie der Produktivkraftentwicklung. Ich würde es vielleicht dann auch nochmal mit Holz Worten vortragen wollen, ein Zitat von ihm. Jedes neue, durch menschliche Tätigkeit befriedigte Bedürfnis, das also nicht mehr nur unmittelbares Naturbedürfnis ist, sondern als vermitteltes, ein Moment der materiellen Kultur, erzeugt wiederum neue Bedürfnisse, zum Beispiel nach Mitteln zur Herstellung der Mittel, Marx nennt das Abteilung 2 in der Ökonomie, nach Verfeinerung der Mittel, nach gedanklichen Mitteln zur Gewinnung und Formulierung von Erkenntnissen, Methoden und Theorien, nach Institutionen und geistigen Ausdrucksformen der komplexen Vergesellschaftungsprozesse und so weiter. Die entstandenen Institutionen und Ideologien wirken nun wiederum zurück auf die Entwicklung von Technik und Wissenschaft, auf die Deutungsmuster von Institutionen und Erkenntnissen, auf deren Fortbildung, auf die Verhaltensregeln, kurz auf alle Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens, seine Inhalte und Formen und mithin auch auf jeden einzelnen Menschen. Die Gesamtentwicklung wirkt zusammen und auf den Einzelnen, aber, jetzt schließe ich wieder an mit Holzkamp, aber der einzelne Mensch ist darin in seiner gesamtgesellschaftlichen Vermitteltheit nicht mehr notwendigerweise in der Lage, diese Vermitteltheit auch zu erkennen und nachzuvollziehen. Er tritt zur Gesellschaft in eine Möglichkeitsbeziehung. Er fächert das dann auf und sagt, ich kann mich restriktiv verhalten, indem ich einfach nur dieser Gesellschaft gegenüber mich verhalte wie zu Naturbedingungen. Ich finde sie vor, sie sind da, ich muss bestimmte intellektuelle Vollzüge machen, um in der Gesellschaft auch lebensfähig zu sein, aber ich muss davon nicht wirklich was verstehen. Ich kann mich also auf einen Ausschnitt beschränken. Umgekehrt ist die Gesellschaft, wie gesagt, davon auch nicht mehr abhängig, dass jeder sie versteht. Nun haben wir natürlich noch die Dimension der Produktionsverhältnisse. Im Klassenantagonismus ist es auch gar nicht gewollt und gewünscht, dass jeder Einzelne den Gesamtzusammenhang versteht, weil die Entfremdung, die dadurch entsteht, dass der Klassenantagonismus aufruht auf der Entwicklung des Privateigentums an Produktionsmitteln, schließt es nachgerade aus, dass die Mehrheit der Menschen über diese Produktionsmittel erstmal verfügt und dass sie diese Einsicht der fehlenden Verfügung gewinnt. Also, sprich, die Mehrheit der Bevölkerung muss das Gefühl haben, dass die Organisiertheit der Gesellschaft über das Privateigentum etwas Naheliegendes, ja beinahe Naturgegebenes ist, um sie zu akzeptieren und sich diesen Bedingungen auch problemlos zu unterwerfen oder ihnen anzupassen. Ich spreche mit Marx an der Stelle von der eigentlichen Entfremdung des Arbeiters von seinem Produkt. Der Produzent, der getrennt wird von seinem Produkt, hat sozusagen nochmal zusätzlich eine Entfremdungserfahrung, die über die fehlende Einsicht in den Gesamtzusammenhang hinausgeht. Er ist abgeschnitten und im Grunde verkürzt sich seine ganze Lebenstätigkeit, auch vielleicht zur Arbeit zu gehen, von 8 bis 4, nicht genau zu wissen, woran er eigentlich arbeitet,
woran sein Betrieb genau arbeitet, wie das alles verflochten und vermischt ist. Das Entscheidende ist, dass er am Ende des Monats vielleicht entlohnt wird und mithilfe des Lohns sich selbst reproduzieren kann. Und das ist wichtig, denke ich, dass diese zwei Entfremdungsdimensionen erstmal auseinandergehalten werden. Sind. Eine ist eine Entfremdungsdimension, entfaltet sich aus der Produktivkraftentwicklung und die andere durch die besonderen Verhältnisse des Klassenantagonismus, also in den Produktionsverhältnissen, wo der Produzent von seinem Produkt getrennt wird. Kommen wir jetzt im Übergang auf die Frage, was hat das jetzt mit modernen Nachhaltigkeitskonzepten zu tun? Und warum ist das vor allen Dingen jetzt wichtig, wenn ich Nachhaltigkeitskonzepte betrachte? Nachhaltigkeit ist ein Thema auf der Agenda der Vereinten Nationen schon relativ lange. 1983 wurde die Umweltkommission gegründet, die sich zugleich mit nachhaltigen Lebensbedingungen weltweit befasst. Und da scheint angezeigt zu sein, dass man sich rund um den Globus tatsächlich um lebenswürdige Bedingungen kümmert und kümmern möchte. Und tatsächlich gibt es mehrere Schritte hin zur Nachhaltigkeitsentwicklung und Nachhaltigkeitskonzeption, die vermuten lassen, dass das Thema menschenwürdige Entwicklung nicht mehr von der Agenda der Nationen verschwindet. Im Gegenteil, es immer mehr auch an Fahrt aufnimmt, zumindest in der öffentlichen Debatte. Bevor ich da weiter drauf eingehe, wo hier Chancen und Grenzen liegen, vielleicht zum zentralen Konzept der Nachhaltigkeit. Man geht davon aus, dass Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft bzw. Soziales in einem Spannungsverhältnis zueinander miteinander stehen. Und dieses Spannungsverhältnis muss ausgehalten werden und austariert werden. Entscheidend dabei oder auffällig dabei ist, dass es vorausgesetzt wurde, dass Wirtschaft und Gesellschaft Soziales sich vielleicht nur ansatzweise überschneiden, aber doch eher dahin tendieren, nicht notwendigerweise zusammenzugehören. Also Wirtschaft wird nicht als integraler Bestandteil der Gesellschaft gesehen, was ja eigentlich naheläge, wenn man das Klasseninteresse zum Allgemeininteresse erklärt. Das tut man aber nicht. Das heißt, man vollzieht hier den tatsächlichen Antagonismus unreflektiert durchaus nach, indem man sagt, da gibt es ein Spannungsverhältnis und das muss in irgendeiner Form gelöst werden. Wenn ich jetzt auf die nächste Folie gehe, zeige ich kurz an, wie unterschiedlich die Interpretation dieses Spannungsverhältnisses zwischen dem historischen Materialismus und dem Mainstream. Mainstream ist jetzt wirklich sehr verallgemeinert gedacht, sich darstellt. Aus marxistischer Perspektive ist der Widerspruch zwischen Wirtschaft und Gesellschaft in einer kapitalistischen Gesellschaft antagonistisch. Und nur lösbar, indem der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit aufgelöst wird. Für allgemeine Mainstream-Nachhaltigkeitskonzepte ist das genau umgekehrt. Hier wird der Antagonismus verlagert zwischen Gesellschaft und Umwelt. Der Mensch als Gattung steht der Umwelt gegenüber mit dem Anspruch, sie zu beherrschen. Und mit diesem Herrschaftsanspruch unterminiert er seine eigene Grundlage. Also der Sündenfall ist im Grunde liegt bei dieser Perspektive in der Natur der Herrschung. Und damit auch in einem Antagonismus, der grundsätzlich nicht auflösbar ist. Entweder verzichtet der Mensch auf bestimmte Dinge gegenüber der Umwelt oder er zerstört die Umwelt und vielleicht so nachhaltig, dass sie nicht mehr aufsteht. Also dass er damit auch seine Lebensgrundlagen zerstört. Wir sehen diesen Widerspruch auch, aber wir sehen ihn nicht antagonistisch, sondern
sehen ihn eben eingebettet, eben gerade in der Form, die er annimmt, hier und heute eingebettet in den Klassenwiderspruch. Wie geht man damit um? Also ganz entscheidend ist, glaube ich, an der Stelle, und jetzt kommen wir so ein bisschen eher in den politischen Handlungsbereich, dass wir anerkennen, dass Nachhaltigkeit auf der Agenda steht. Nicht nur jetzt im offiziellen Diskurs, sondern durchaus auch, hat es Eingang gefunden in soziale Bewegungen. Und Fridays for Future ist nur eine Bewegung, die prominent ist. Aber es gibt auch viele andere Umwelt- und soziale Bewegungen, die beachtenswert sind in diesem Zusammenhang. Auch wissenschaftliche Entwicklungen, die festzustellen sind, die schauen, dass sie in die Transdisziplinarität hier kommen. Das heißt, den Anschluss suchen oder ist ein übergreifendes Verhältnis zwischen Gesellschaftswissenschaften und Naturwissenschaften herstellen wollen. Und hier ist eine Entwicklung im Gange, die durchaus an die Grenzen des Klassenwiderspruchs ranreichen kann, weil bei jedem Schritt, bei dem ich versuche, ein Nachhaltigkeitskonzept tatsächlich umzusetzen, tauchen 10 andere neue Widersprüche auf, die daraus wiederum entstehen. Und sie entstehen nicht naturhaft, sondern sie entstehen aus der fehlenden Gesamtsteuerung und der Gesamtintegration, die gesellschaftlich dafür notwendig wäre. Diese Gesamtintegration, wie gesagt, ist nicht möglich, solange nicht nur der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, aber auch die Kapitalseite untereinander logischerweise in Konkurrenz ist und dadurch eine anarchische Entwicklung in der Gesellschaft weiter vorantreibt, auch wenn jedes Unternehmen für sich selbst durchaus Nachhaltigkeitsaspekte einbezieht. Es tut es aber nur unter der Voraussetzung, seine eigene Kapitalgrundlage jeweils zu erweitern und sein Businessmodell in der Zukunft weiter leben und ausbauen zu können. Damit wiederum wird der Grundwiderspruch verschärft, was in den Nachhaltigkeitszirkeln auch wiederum reflektiert werden muss. Soweit erstmal grundsätzlich, ich gucke auf die Uhr, ja, soweit grundsätzlich zu dem Widerspruch. Vielleicht noch eine Bemerkung, nicht nur die Wissenschaft schaut sich die Widersprüche an und geht interdisziplinär an die Fragen ran. Auch die neue Generation, die jetzt ins Arbeitsleben eintritt, stellt sich diese Fragen in ihrem Alltag, in ihrer täglichen Praxis. Und hier finden Wissenschaft auf der einen Seite und Alltagsverhalten auf der anderen Seite durchaus zumindest punktuell zusammen. Die Erkenntnis, dass hinter jedem Produkt, wie hinter jeder Ware, die im Supermarkt verkauft wird, ein Prozess steht, der mehr oder minder nachhaltig ist, der mehr oder minder intensiv Materialien erfordert, die möglicherweise unter schwierigen sozialen Bedingungen hergestellt worden sind, die um die Welt transportiert worden sind und Emissionen verursachen. All diese Zusammenhänge werden im Alltag zunehmend reflektiert. Das heißt nicht, dass das alle machen, aber man findet hier ein Crossover zwischen der Wissenschaft auf der einen Seite, die sich mit Nachhaltigkeit befasst, und den Lebensvollzügen der Menschen im Alltag durchaus, stellt es durchaus fest. Und was für uns die entscheidende oder wichtige Dimension ist, ist, dass die Entfremdung, von der ich vorhin gesprochen habe, dass Zusammenhänge auseinanderreißen, indem die Gesellschaft komplexer wird und der Gesamtzusammenhang aus dem Auge verloren wird, dass es sich hier auf die Weise wiederherstellt oder herstellen kann, indem das Produkt natürlich nicht vollends seinen Fetischcharakter verliert, das tut es nicht, aber indem das Produkt zu sprechen beginnt.
zu sagen, ich komme da und daher und wurde unter den Bedingungen hergestellt. Ich bin nicht nachhaltig oder ich bin nur teilnachhaltig, was auch immer. Und damit eine Perspektive gegeben wird, die wir jetzt als historische Materialisten in der Vergangenheit vielleicht nicht so immer betrachtet haben, die nicht so im Fokus stand, hinter jedem Produkt den tatsächlichen Gesamtzusammenhang zu sehen und wiederherzustellen. Warum ist das noch wichtig? Im politischen Kampf ist es wichtig, diese zwei Dimensionen zusammenzudenken und zu, auch zu deutlich zu machen, um einen Antagonismus zwischen den sozialen Bewegungen möglichst zu vermeiden. Das ist also nicht auf der einen Seite die Nachhaltigkeitsbewegung, auf der anderen Seite die Arbeiterbewegung gegeneinander ausgespielt wird, sondern dass da die Erkenntnis wächst, dass wir im Grunde an denselben Widersprüchen arbeiten und arbeiten müssen. Und ja, damit schließe ich erstmal den. Ja, vielen Dank. Applaus gehört dir auf jeden Fall. Es gibt auch schon eine Reihe von Bemerkungen und Fragen zu deinem Referat. Und zwar fragt Reinhold oder bemerkt Reinhold zu deinen eingangs gemachten Ausführungen, auch Affen jagen gemeinsam und planmäßig. Menschen teilen jedoch die Beute. Bei Primaten gilt dann das Prinzip der Konkurrenz. Ich glaube, es bezieht sich nochmal auf die Frage von, inwiefern Gemeinschaftlichkeit ein Spezifikum des Menschen ist im Unterschied zum Affen oder zu anderen Tieren. Ja, die gemeinschaftliche Jagd machen auch Löwen. Und was gerade gesagt worden ist, ist aber entscheidend, nämlich am Ende zählt, wer kriegt die Beute und dort entscheidet das Instinktverhalten. Das Instinktverhalten zeigt damit aber auch an, dass auch die Gemeinschaftlichkeit keine auf der Basis von Reflexion und Aushandlung entstandene Gemeinschaftlichkeit ist, sondern eine im Wesentlichen Instinktgesteuerte. Man darf das natürlich nicht so dichotom verstehen, weil Instinkt ist nicht einfach auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist die Lernfähigkeit. Das hat Holzkamp ziemlich deutlich gemacht, indem er gesagt hat, die genetische Grundlage für die Lernfähigkeit entsteht aus dem Instinkt. Der Instinkt wird zunehmend zurückgedrängt durch die wiederum genetisch verankerte Lernfähigkeit. Und so muss man sich gerade im Primatenstadium diesen Übergang auch denken. Solange keine Werkzeuge hergestellt werden, systematisch und dadurch auch ein neues Reflexionsverhältnis entsteht, und damit auch ein neues Verteilungsprinzip, nämlich die Beute gehört uns allen oder wir tragen die Beute nach Hause, weil da wartet jemand auf uns. Solange das nicht gegeben ist, kann man das tierische und das menschliche Verhalten nicht vergleichen. Sebastian schreibt, das ist ein etwas längerer Beitrag. Sebastian, ich habe meine Schwierigkeiten mit dem hier dargestellten Begriff der Arbeit. Arbeit wurde hier vor allem aus seinem intentionalen Moment heraus verstanden. Es wurde behauptet, dass der Gegenstand erst nach seiner Bearbeitung ein Eigenleben hätte. Die Naturseite der Arbeit geht somit aber verloren. Aneignung setzt Fremdheit voraus. Das heißt, der Gegenstand hat bereits vor seiner Bearbeitung ein Eigenleben und bringt bestimmte Voraussetzungen mit, nach denen er auch bearbeitet werden muss. Dieses vorausgesetzte Eigenleben ermöglicht in Bezug auf das Arbeitsmittel bereits eine Dynamik bei einfacher Reproduktion. Denn durch das Eigenleben kann das Arbeitsmittel auch unabhängig von der ursprünglichen Intention der Bearbeitung für weitere Tätigkeiten genutzt werden, die vorher noch gar nicht antizipiert werden konnten. So wird bereits auf der Stufe einfacher Reproduktion bereits Entwicklung möglich. Da habe ich keinen Widerspruch dazu. Hätte ich jetzt auch gar nicht so verstanden. Ich glaube, das war Konsens auch aller Diskussionsbeiträge beziehungsweise Vorträge bisher, dass diese Voraussetzung auf jeden Fall eingeholt werden soll, um genau das Intentionale einzubetten.
und nicht Wirklichkeit und Arbeitsmittel und dergleichen mehr aus der Intentionalität heraus erwachsen zu lassen. Oder möchtest du dazu noch was sagen, Sebastian? Vielleicht genauer spezifizieren. Nee, erstmal nicht. Okay, dann Philipp Eichhorn. Hat der Kapitalismus durch die Effekte von Angebot und Nachfrage nicht selbst ein umweltschonendes System, in dem knappe Rohstoffe teuer werden und damit eine behutsamere Nutzung bzw. Entwicklung von Alternativen befeuert, was es in dem Automatismus in einer Planwirtschaft nicht gibt? Angebot und Nachfrage, das heißt in dem Fall, wenn nur noch umweltfreundlich nachgefragt wird, dann steuert der Kapitalismus automatisch auf das Nachhaltige. Ist das so zu verstehen? Philipp, möchtest du dazu was sagen? Ich vermute ja, es ist knappe Ressourcen werden frühzeitig teuer, sagt er. Ja, wir haben ja nicht nur das Problem von Knappheit. Wir haben das Problem von Einbettung, von Wirkungen, Wirkungsgeflechten, also der Produktion in Wirkungsgeflechte, die nicht überschaut werden. Also die Knappheit ist nur ein Moment dabei. Vielleicht kann man das auch an einem Beispiel mal aufzeigen. Nachhaltigkeit oder sagen wir mal vor allen Dingen der Klimaschutz und der Nachhaltigkeit schaut sich an, wo fossile Quellen möglichst vermieden werden können oder der Ausstieg aus fossilen Quellen funktioniert. In der Kraftstoffindustrie versucht man unter anderem durch Biokraftstoffe die fossilen zu ersetzen. Dann tut man das, man ersetzt diese Biokraftstoffe und stellt dann fest, dass dann ganz viele Bauern eher Raps und Biosprit anbauen und keine Nahrungsmittel. Irgendwo am anderen Ende der Welt werden dann die Nahrungsmittel teurer und plötzlich verknappt. Ja, da ist ein Moment von Verknappung. Diese Verknappung entsteht aber aus einem vorher aus einer vorher stattgefundenen Entscheidung. Man muss also auf die Knappheit dann wieder reagieren. Und wie reagiert man darauf? Indem man sagt, ja gut, dann stellen wir jetzt nur noch Biosprit aus Abfällen her. Die Abfälle sind auch wiederum knapp. Also werden dann Landflächen auch wiederum umgewidmet, irgendwo anders in Indonesien oder sonst wo. Und darauf muss dann seinerseits wieder reagiert werden. Das unter dem Siegel der Knappheit. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Knappheit beseitige, taucht irgendwo am anderen Ende eine andere Knappheit auf. Soweit zu dem Automatismus. Bedeutet, solange es mir nicht gelingt, gesamtgesellschaftliche Entscheidungen zu treffen, über was, wann, wo, wie, in welchem Umfang produziert wird, sondern sich das anarchisch, das Verhältnis herstellt, wird immer irgendwo irgendwie was knapp sein und damit auch ein Problem schaffen. Vielleicht dränge ich mich mal vor, so, ich bin kein Naturwissenschaftler, kein Materialwissenschaftler, bin also noch nicht mal informierter Laie. Die Batterien für E-Autos, es gibt bisher keine Technik, die in irgendeiner Form wiederzuverwenden, zu recyceln oder sonst. Man muss sie wirklich per Hand auseinanderbauen und erzeugt dabei aber unheimlich viele Schäden und man weiß eigentlich nicht, wie man mit Abfall und Nebenprodukten da umgehen soll. Man hat auch noch überhaupt noch nicht mal einen Manufakturbetrieb eingeführen können, diese Batterien zu benutzen. Ich glaube, es gibt nur einen chinesischen Hersteller, der entleerte Akkus austauscht mit komplett neuen. Ich glaube, das zeigt dann, dass eine Entwicklung auf der einen Seite stattfindet, so wie du sagtest, da wird vielleicht irgendwie ein Bedürfnis befriedigt und das erzeugt dann aber wiederum an anderer Stelle Probleme, die vielleicht noch gar nicht so antizipiert sind, was das wiederum stimuliert, dass diese Probleme überwunden werden, was aber nicht heißt, dass man letztlich die Problemhaftigkeit insgesamt überwindet. Lisa fragt, was ist mit Degrowth? Soweit ich verstanden habe, ist es ein marxistischer Diskurs, vor allem mit Gramsci. Und zwar wird auch auf Marx rekurriert, der nicht nur vom Ausbeutungsverhältnis zwischen Mensch und Mensch, sondern auch zwischen Mensch und Natur spricht, wenn er von Klassengesellschaft spricht. Ein Teil der Degrowthler
sind der Ansicht, dass das Verhältnis Mensch und Natur neu gedacht werden muss in der Nachfolge von Marx, indem die Grundlage dieses Verhältnisses als der Akkumulation von Kapital überwunden werden muss. Ich habe mich mit der Strömung nicht auseinandergesetzt, muss ich sagen. Aber gerne, vielleicht kannst du kurz vorstellen, wie die davon abweicht, von den vorgestellten Modellen. Ja, das, genau, da kann Lisa ja was schreiben, denn ein Beitrag zu Philipp Eichhorn. Andreas Hüllinghorst schreibt, das hat er, du hast es mir geschrieben, lieber Andreas, nicht in den Gesamtchat. Man muss nicht nur an die Knappheit denken, sondern auch an die Konkurrenz in einer kapitalistischen Marktwirtschaft. So ist immer Überproduktion programmiert. So, ja, genau. Knappheit und Überproduktion bedingen sich ja gegenseitig. Also in dem Moment, wo ich ein anarchisches Produktionsverhältnis habe, ist das nie ausgeglichen. Also das Kapital rennt immer dahin, wo es gerade kurzfristig Profit machen kann. Und Reinhold schreibt, es gibt nicht den Kapitalismus, Monopolbildung und Imperialismus setzen solche Marktmechanismen außer Kraft. Möchtest du dazu was sagen, zu der besonderen Form von Kapitalismus? Ja, also Kapitalismus in seiner imperialistischen Verfassung bringt nochmal eine weitere Dimension der Konkurrenz rein, vor allen Dingen der Konkurrenz zwischen Staaten auch, wo die Monopole jeweils verankert sind. Und verschärft die Widersprüche, aber die Konkurrenz wird nicht außer Kraft gesetzt. Also zwischen den Monopolen wird sie umso schärfer und sie wird auch zwischen Industrieblöcken. Also es ist, auf der einen Seite gibt es Kapitalien, die rumvagabundieren zwischen den Industrieblöcken, aber wir selber kriegen das auch mit, dass innerhalb der Lieferkette die Akteure, also die einzelnen Unternehmensbereiche, sich heftigst bekämpfen. Das wird nicht außer Kraft gesetzt. Es findet in einem anderen Maßstab statt und hängt also mit dem Vehikel der Nachhaltigkeit sind nochmal andere Kapitalien, kleinere, die an älteren Verfahrensweisen hängen bleiben, leichter vom Markt zu kriegen. Helmut schreibt, das Monopol setzt es nicht außer Kraft, es modifiziert den Mechanismus, wie du gerade beschrieben hast. Das Wertgesetz setzt nicht aus. Sven hat eine gute Anmerkung zu meinen stümperhaften Bemerkungen. Wiederverwertungsansätze, um das Recyclingproblem von E-Auto-Batterien nach hinten zu schieben, gibt es schon. Zum Beispiel als Speicher für nur zeitlich zur Verfügung stehende Stromquellen wie Sonnenkraft, Windkraft, Gezeiten, wo zum Beispiel keine Pumpspeicherwerke möglich sind. Das Problem bleibt dennoch bestehen. Ja, es gibt auf jedes Problem auch wieder eine neue technische Antwort. Und man muss durchaus auch sagen, dass der Kapitalismus da noch nach wie vor sehr findig und kreativ ist. Und das, was im Kommunistischen Manifest steht, dass die Bourgeoisie ihre eigenen Produktionsgrundlagen ständig revolutioniert, ist nach wie vor der Fall. Gerade bei den E-Autos würde ich das Problem eher woanders sehen. Sie brauchen ja Lithium und seltene Erden und die sind eben halt in Gebieten werden die gesourced, die unter entsprechenden schwierigen sozialen Bedingungen, unter Herrschaftsbedingungen bestehen, die wir nicht unter Kontrolle haben oder haben können oder ja, nur über Warlords, etwa im Kongo. Oder man hat auf der anderen Seite dann einen Lithiumsee irgendwo in Kolumbien, der plötzlich leergefegt wird, also wo die indigene Bevölkerung vertrieben wird und keine Regierung vor Ort darauf achtet oder die eben halt entsprechend bestochen wird, nicht darauf zu achten. Lisa schreibt zu Degrowth, die Überwindung der akkumulierenden, was heißt PB? Im Kapitalismus ist... die Überwindung der akkumulierenden, ich weiß jetzt nicht, was du unter PW verstehst, im Kapitalismus, das Wachstumsparadigma ist möglich mit der Anknüpfung an alte Allmende- und Genossenschaftsmodelle, zum Beispiel Peer-to-Peer-Organisationen, Non-Profit, basierend auf Commons, in Klammern Allmende, der User. Nicht Technik überwindet das Nachhaltigkeitsproblem, Technik ist ja selbst immer das vergiftete Lösungsangebot des Kapitalismus.
Ja, ich glaube, da würde ich grundsätzlich widersprechen wollen, weil Technik ist nicht keine Erfindung des Kapitalismus schlechthin, sondern Technik, das habe ich versucht zu zeigen, ist eigentlich das konstitutive Element in der Menschheitsentwicklung, was ihn auch von unmittelbaren Naturbedingungen emanzipiert. Ohne Technik hätte er die Lebensbedingungen nicht schaffen können, wie sie hier und heute sind. Und dazu gehört auch die Bewältigung von Krankheiten und die Abwehr gegen Einzeller, auch wenn die Pandemie wiederum ihrerseits wesentlich auch durch die besonderen kapitalistischen Bedingungen, nicht einfach nur die Globalisierung, sondern wir haben das Problem der Monokulturen und so weiter, wo diese Erreger auch entstehen können und leicht in den Globus geschleudert werden können. Aber es ist wiederum die Technik, die das beseitigt. Das würden wir jetzt nicht in genossenschaftlichen Betrieben einfach aus dem Boden stampfen können, sondern es bedarf eines zugespitzt hohen Maßes an historisch entstandener Erfahrung und Weiterentwicklung von technischen Mitteln. Lisa schreibt, die Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise, das war gemeint, ist aber, so sehen Marxisten in der Degrowth-Forschung, auch nur zusammen mit der Überwindung der Produktionsverhältnisse möglich, also Revolution, Produktion, genau. Kein Widerspruch. Ja. Okay. Lisa ist nicht einverstanden. Ist doch keine Technikablehnung, aber die Ablehnung der Illusion, dass Technik die Lösung ist. Absolut. Ich hätte dann noch mal eine Frage, das würde mich interessieren, weil ich das selbst noch nicht ganz durchschaut und verstanden habe. Also der im globalen Kapitalismus oder in seiner spezifischen Form von Imperialismus, der Widerspruch ist zwischen einem Kapital, was ja in seiner Wachstumsorientierung per se grenzenlos ist und immer wieder an bestimmte Schranken trifft, die es dann überwinden muss. Also Schranke 1, Natur, Schranke 2, Natur, Mensch, Wesen und natürlich die andere Schranke der sich selbst schon hergestellten toten Arbeit, die ja durch den Mensch wieder in Bewegung gesetzt werden muss. Also ist jetzt diese Nachhaltigkeitsfrage nicht eigentlich nur eine Modifikation einer schon länger andauernden, du hast es ja erwähnt, diese Diskussion bestehen seit den 80er Jahren, einer länger andauernden Reproduktionskrise des Kapitals, aber inwiefern kann dadurch noch frisches Wasser hinzugeführt werden? Oder an welchem Punkt der Entwicklung stehen wir eigentlich, weil dieser Widerspruch ja zwischen dieser grenzenlosen Herrschaft des Kapitals und den ihm inhärenten Schranken eigentlich nicht aufgelöst werden können? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ich glaube, dazu bedarf es wirklich des genauen Zuanalysierens und Zusehens, was hier und heute geschieht. Das sollte auch nicht eine Person beantworten, sondern am Anfang wurde ja gesagt, wir stehen an einer Schwelle, die durchaus unsere Lebensgrundlagen so nachhaltig zerstören kann. Also ich glaube nicht, dass die Menschheit verschwindet, aber sie kann in einen Zustand zurückversetzt werden, der sehr archaisch ist und wo sie sehr viel auch an historischer Erfahrung oder historischen Bestand verlieren kann, was sie sich geschaffen hat. Also es ist nicht ungefährlich. Dazu kommt, dass mehrere von diesen globalen Problemen sich gegenseitig verstärken. Also wir haben den Klimawandel und wir haben mit dem Klimawandel Wetterextreme und verschärfen dadurch ausgerechnet auch noch das Nord-Süd-Gefälle, dass die Gesellschaften, die am meisten leiden und schon gelitten haben unter der Kolonialisierung und Neokolonialisierung, jetzt auch noch die Folgen des Klimawandels zu tragen haben. Sie werden sich in Bewegung setzen zu Millionen und Abermillionen. Wir haben dann die sogenannte Flüchtlingskrise. Die Menschen werden überall anklopfen, anklopfen müssen. Und das wird wiederum zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen, dass wir die Gesellschaften im Norden weiter polarisieren zwischen denen, die helfen wollen und denen, die die Tür zumachen wollen. Also die Widersprüche sind immens und verstärken sich alle gegenseitig. Und umso wichtiger, denke ich, ist es, dass diejenigen, die das erkennen, auch wenn sie nicht alles durchdringen, wo das genau jetzt wie herkommt,
aber die eine Erkenntnis und auch einen Erkenntniswillen haben, sich zusammenschließen und ja, eine Veränderung anstreben, eine nachhaltige Veränderung. Lisa schreibt nochmal, ob Privatkapital oder Staatskapitalismus, weil in einer physisch endlichen Welt ist das Problem. Ich würde mal zurückfragen wollen, was eine physisch endliche Welt ist. Das würde mich interessieren, wenn wir ja jetzt doch durchaus festgestellt haben in den anderen Beiträgen, dass die Natur ja selbst als Naturgeschichte nur begriffen werden kann und damit selbst ein sich veränderndes und sich selbst reproduzierendes und strukturierendes Verhältnis ist. Wenn man von Endlichkeit spricht, müsste man ihr ja eine Gestalt zusprechen, die ja auch eine Grenze hat. Ansonsten, Ralf beschwert sich über meine frische Wassermetapher. Die gegenwärtigen Pandemieverhältnisse schaffen frisches Wasser für Globalisierungsgewinner beziehungsweise die Voraussetzung für deren frisches Wasser, während die Fäulnis im Wasser der Gesamtgesellschaft steigt. Das war natürlich nicht so in dem Sinne gemeint, wie du es jetzt darstellst. Es ging mir nur darum zu zeigen, wiefern es möglich ist, durch Nachhaltigkeit, die auch umgesetzt wird in eine politökonomische Praxis, Modifikationen vorzunehmen, die auch eine gewisse Krisenhaftigkeit zumindest an bestimmten Punkten zu überwinden glaubt. Reinhold schreibt, der moderne Kapitalismus hat sich mit dem Individualverkehr entwickelt. Das E-Auto ist das Versprechen von dessen Weiterführung. Die Lösung wäre nur ein gesellschaftliches System von Mobilität. Da stoßen wir aber an die Grenzen bestehender Verhältnisse. Es wurde gesagt, dass die bürgerliche Kritik auf Naturbeherrschung abzielt, Marxisten dagegen die Klassenverhältnisse ins Zentrum der Kritik rücken. Aber müsste man nicht eher die strukturellen Zwänge der Kapitalakkumulation in der kapitalistischen Produktionsweise ohne Rücksicht auf proletarische und ökologische Bedürfnisse ins Zentrum der Analyse rücken, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Das sieht so aus, als würde ich Nachhaltigkeit in Abstraktion von der ökologischen und Arbeiter- oder Bedürfnissen des Proletariats oder der Arbeiter definieren können und wollen. Also Nachhaltigkeit, die richtig verstanden wird, übergreift ja gerade das Ökologische und Soziale. Das heißt, die Menschen, die arbeitenden Menschen in ihrer Umwelteinbettung müssen, also die Interessen der arbeitenden Menschen und in ihrer Lebenstätigkeit und Umwelteinbettung müssen zusammen gesehen und zusammen gemeinschaftlich entwickelt werden. Und was ich da raushöre, ist, dass ökologische Interessen davon abweichen können und dass auch Arbeiterinteressen davon abweichen können. Ein Arbeiterinteresse weicht objektiv oder grundsätzlich nicht ab, sondern das Arbeiterinteresse, das zugerichtet und entfremdet wird, weicht davon ab. Nur hat es keinen Sinn, jetzt dem Arbeiter entgegenzusehen und sagen, du hast das Interesse, hier im Braunkohletagebau weiterzuarbeiten, nur weil du entfremdet bist. Macht natürlich wenig Sinn, sondern man muss ihn reinziehen in einen Kampf um seine eigenen Lebensbedingungen, die langfristig zu sichern und nicht im kurzfristigen Arbeitsplatzkampf doppelt zu verlieren am Ende des Tages. Ralf korrigiert meine Metapher, nur eine Weiterführung meiner Metapher. Lisa schreibt nun, ja, die Erde hat doch Grenzen, Endlichkeit in Zeit, in Raum und Zeit. Und dann gibt es ja so etwas wie die Gesetze der Thermodynamik. Marxisten wollen die Naturgesetze nicht überwinden. Ja, also die Diskussion ist auch vertraut. Indem man eine Grenze kennt, überschreitet man sie schon, hat man heute Morgen gehört. Es ist tatsächlich kein endlicher Gegenstand, wie Martin eben gesagt hat, sondern wir sind in einem wechselvollen Verhältnis, was sich ständig verändert. Und die Veränderung, was die Erde, Veränderung auch der Produktivkräfte gegenüber der Erde und was die Erde noch hergeben oder sich weiterentwickeln kann, ist unabgeschlossen.
Und diese Unabgeschlossenheiten werden durchaus auch immer wieder deutlich. Also wenn es möglich ist, dann Landwirtschaft in der Wüste zu betreiben oder in den großen Städten, in urbanen Gegenden, wenn ich also immer weniger Fläche brauche, weil meine Produktivkraft steigt in Agromitteln, dann ist das grundsätzlich, öffnet das wieder weitere Möglichkeiten der Entwicklung, die erstmal nach oben abgeschlossen sind. Es scheint jetzt erstmal so dinglich naheliegend, ja, die Erde ist einmal rund und das sind 40.000 Kilometer Umfang, damit hat sie es. Das ist noch lange, lange nicht ausgereizt. Die Schwierigkeit ist, dass die Begrenzung dadurch entsteht, dass man sie nicht richtig nutzt. Also der Nutzen selbst ist ist falsch, unnachhaltig und auch ungesteuert. Das ist das Entscheidende. Steuern würde bedeuten, dass ich jeden einzelnen Schritt zusammen mit der Erde gehe und dadurch die Erde auch selbst bereichere. Reinhard schreibt, Nachhaltigkeit mit Verwertungsinteressen geht nicht. Die Aufhebung der Ausbeutung und damit der Entfremdung wäre nachhaltig. Sagst du das nochmal? Entschuldigung. Nachhaltigkeit mit Verwertungsinteressen geht nicht. Die Aufhebung der Ausbeutung und damit der Entfremdung wäre nachhaltig. Genau. Genau. Aber vielleicht trotzdem ein Aber dazu. Es darf nicht so essentialistisch verstanden werden, dass wenn wir morgen die Revolution nicht hinkriegen, alles für die Katz ist. Also es ist tatsächlich so, dass wir weiterhin auch noch die Produktivkraft, die das Kapital in der Lage ist zu entwickeln, so mitzugestalten, dass die schlimmsten Auswirkungen abgefedert werden. Und dazu gehört vor allen Dingen in erster Linie der Klimawandel. Es muss uns gelingen, das Klima so im Zaum zu halten, dass es nicht unsere komplette Lebensgrundlage zerstört. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, das geht aber nicht im Kapitalismus, dann kann das sein, aber man muss es trotzdem machen. Und man muss zugleich auch die Menschheit an die Schwelle der Erkenntnis führen, dass das eine andere Gesellschaft auf Dauer erfordert. Auch wenn man in derselben Gesellschaft das versucht, noch irgendwie hinzubiegen und Veränderungen hinzubekommen. Du hast ja gerade von Steuerung und Regelung gesprochen. Gibt ja bei Marx im Arbeitsbegriff in der Definition spricht er ja auch davon, dass Arbeit vor allem Steuerung und Regelung des Stoffwechselprozesses ist. Und Daniel fragt nun, welche Rolle können kybernetische Ansätze bei der Steuerung spielen? Ich bin kein Ingenieur. kybernetische Ansätze sind für mich Bestandteil und ein Mittel. Regelkreisläufe bedeutet, dass Dinge sich auch automatisch regeln in einem Kreislauf und immer da, wo ich Kreisläufe ansetzen kann und das sinnvoll einsetzen kann, macht das sicher Sinn. Gesamthaft gesehen ist ein Regelkreislauf aber auch beschränkt, weil Entwicklung bedeutet, dass ich über eine Regelung auch immer wieder hinausgehe, andere Regelungen treffe, andere Regulierungen auch treffe, die sich gegenseitig durchdringen. Also sprich Thema Komplexitätserhöhung. Von daher würde ich die Regelkreissache wirklich nur als eingeordneten Prozess sehen. Lisa greift die Debatte nochmal zur Technik auf. Die erste Negation der Technikfeindlichkeit, die Vorstellung von der Nutzung der Erde ist ja die kapitalistische Moderne. Ich halte das nicht für marxistisch. Sie verbleibt in der Vorstellung, dass die Erde zu unserer Verfügung zur Ausbeutung steht, nicht die Vorstellung, dass wir selbst Teil der Natur sind. Wir stehen nur einerseits der Natur gegenüber, andererseits sind wir selbst Natur. Das wird damit nicht reflektiert. Das ist ein Statement. Gibt es noch weitere Fragen oder Bemerkungen? Ansonsten bedanke ich mich bei dir für das Referat und für die Präsentation und für deine Antworten in der Diskussion, auch für die Diskutanten hier. Und würde dann
sozusagen zum nächsten Referenten überleiten, aber ich werde das nicht mehr moderieren und dementsprechend bitte ich die Technik, alles Nötige hierfür bereitzustellen und Philipp Eichhorn sich fertig zu machen.